Meine Feuerschale ist rund. Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Oh no. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein. Und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Fantastisch. Wenn ich das verwerte, sind wir ja am Arsch. Bin hier sehr gefangen. Ich glaube, der bleibt da liegen. So offensichtlich nicht. Abschnitt neu starten. Gott, was soll das bedeuten? Hier nochmal. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Tja, wir kommen am dümmsten darüber. Über einen Stock von da drüben. So ein Bolzen. Nur tut er nicht. Das war etwas unsinnig. Wieder hin jetzt.
Ja. Normalerweise klappt das hier. Aha. Das war sehr gut. Amicia, geht's dir gut? Sehr gut. Ich habe eine Befürchtung, dass wir irgendwie wieder zurück müssen. Werd nur nicht unachtsam. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Ja, habe ich's nicht gesagt. So. Auch noch Munition verschwenden. Los geht's. Klasse. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge. Yay. Bitte, mach's mir nicht zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Ging die Sache jemals nicht an seinen Faden? Natürlich! Das wird es alles wert sein, Hugo! Hoffentlich hast du recht. Das werde ich! Ganz sicher! Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius, gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Das Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja, ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Rad herum. Wir haben was für dich. Komme. So, doch mal der Wunder. Müssen wahrscheinlich mal den ganzen Weg durch. Er springt nur den. Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja, ah, okay. Fast geschafft. Jetzt erblinde ich meine Zuschauer. Und mich selbst. Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Wie sind die auf einmal darüber gekommen? Geschafft! Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen.
bist hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Pause machen, wenn wir angekommen sind. Ich habe Angst. Ich bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Gehen wir zurück? Nein, ich wollte bloß den Fluchtweg prüfen. Bringen wir es zu Ende. Aha, okay. Ich soll den Fluchtweg prüfen. Okay. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Ach so, hier ging es wieder zurück. Geht es wieder zurück? Ah, hier geht's voran. Verstehe. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wir müssen. Wer ist hier? Wer ist sie? Sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja. Irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Hugo Legacy. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja, mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Oder dein Ende. Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf, du musst mir vertrauen. Ich kann nicht. Amicia, Sophia. Schätzchen. Bitte, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Die dritte Schwelle und ich brauche dich. Vorbei. Ich fürchte mich für mich selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Komm schon. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet.
Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. ...werde ich sie auch alle töten. Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte... Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Oh no. Schnell, schnell! Lauft! Überall Ratten. Nach rechts! Sie wollen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Oh no! Nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Jetzt los, Hugo! Sie sind so wütend. Einfach ignorieren. Oh Gott, sie lassen nicht nach. Alles stürzt ein. Wir können es schaffen. Oh, Sophia. Ja, wir versuchen es. Ach du. Okay, ich war zu langsam. Es wird alles einstürzen. Sie sind so wütend. Einfach ignorieren. Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein! Wir können es schaffen! Halten wir dran? Ja, wir versuchen es! Ich irgendwo aufgehört oder was ist los? Warum schaffen wir das nicht? Wo müssen wir? Die sind zu schnell für mich. Sie sind so wütend! Einfach ignorieren! Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein! Man sieht irgendwo was. Wir können es schaffen! Hier oder so. Ja, wir versuchen es! Das bringt doch nichts. Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend! Einfach ignorieren! Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein! Okay, zu der Tür können wir auch nicht raus. Wie schnell müssen wir bitte sein? Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend! Genau, erstmal runterrennen. Und wo ist Sophia? Sie sind so wütend! Einfach ignorieren! Oh Gott, sie lassen mich durch! Wir können es schaffen! Oh, what the fuck? Ja, wir versuchen es! Alter Schwede! Los, hoch, schnell! Und weiter, ja. Und weiter! Puh. Lasst uns! Beachte sie nicht, Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Ist ein Ausgang? Noch nicht! Weiter! Nein! Was?
Scheiße. Meine Beine. Rückwärts von der Snorken. Ja, endlich! Ich sterbe. Ach du Schande. Shit. Wieder zu langsam rückwärts vorwärts gelaufen. Rückwärts vorwärts laufen, weil man muss hier mit S steuern. Ja, ja, endlich! Ich glaube, sie stürzt ein! Amicia! Lauf weiter, sieh nicht nach hinten! Sicher! Hölle! Sie liegt nach hinten, ist gut. Die ganze Zeit der Kamerawinkel nach hinten. Diese Mistviecher geht nach rechts! Ich sehe Licht! Ja! Da geht's raus! Ah! Nein! Gib alles über! Wir sind fast draußen! So Hölle mit diesen Scheißviechern! Wir verschwinden! Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Wissen wir, dass er dort unten entkettet wurde und... Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Okay, jetzt verlassen wir wieder die Insel. Wozu? Wozu waren wir auf dieser Insel? Was hat das uns gebracht? Keine Heilung, kein Nix. Das nächste Kapitel heißt ein besseres Leben. Das lässt sich auch hoffen. Es wird einfach nicht besser. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber... Es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Ach, wow. Diese Zerstörung. Hier geht's runter. Alles klar. Nee, mehr Ratten. Oh, er ist tot. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut, muss das ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Was mach ich. Risiko? Ich will hier endlich weg. Das ist mal was Neues. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Soldaten. Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Ach du Schande. Natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung.
Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Nee, das sollten wir nicht. Ja. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Das rufe ich mal. Zeigt uns den Weg. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Schnell! Zergehen wir uns den Ohren, bitte, Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Ist Ulu wieder... Stadt... Vorsicht! Vernichtet mit seiner... Oh, wieder kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Ja. Wo haben sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Ist doch nicht wahr, jetzt gehen wir wieder zurück und dann... Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst dann, wenn sich alle versammelt haben. Das können wir nicht. Zur Brücke! Stellung halten! Warum wir nicht abbauen jetzt? Auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen nur Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja. Niemand kann sie besiegen. Für die Alle nicht Kombatanten rein! Sache. Weg frei machen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Na, das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Es wird spaßig, wieder runter zum Harbor zu kommen. Ich sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das sind die, die gebissen Nein, wurden. Ja, bald breitet es sich aus. Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Nein! Sei vernünftig. Es kommen noch mehr Verletzte. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Shh, bitte. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hört euch. Warum bringt er uns um? Euch auch. Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Na, fantastisch. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott. Alles wieder auf Anfang. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet, in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest.
Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wenn das so einfach wäre. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß.